Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es wird gerade sehr dunkel hier bei mir, weil ziemlich starke Regenwolken aufziehen. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem noch erkennen könnt, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich hatte in letzter Zeit hin und her überlegt, ob ich dieses Format wieder auf meinem Kanal etablieren möchte. Ich hatte es zu Beginn meines Kanals, also als ich Videos hochgeladen habe, dieses Format schon einmal, hatte dabei immer ein ungutes Gefühl. Und zwar, dass sich ja einige auf den Schlips getreten fühlen könnten und ein ungutes Gefühl haben könnte, wenn ich mir das ein oder andere Buch angeschafft habe und es dann in die Kamera gehalten habe. Und zudem mal immer ein Stück weit auch in die Rechtfertigung irgendwie, in die unangenehme Rechtfertigung, sage ich mal, kommt, warum man dieses Buch gekauft hat. Und ich habe dann dieses Videoformat einfach so ein bisschen ausklingen lassen, habe es jetzt die ganze Zeit lang nicht mehr auf meinem Kanal gedreht bzw. das Video hochgeladen. Und vor kurzem habe ich ein Video gesehen von Kein und Aber, dessen Kanal ich euch gerne nochmal in der Infobox verlinke, wo ihr gerne nochmal reinschauen könnt. Er macht auch wunderbare Videos, die ihr euch gerne und unbedingt anschauen solltet. Und er hatte ein sehr ähnliches Gefühl, was so die Neuzugänge betraf, hatte aber ebenfalls den Gedanken, so wie ich auch, dass ich Neuzugänge bei anderen tatsächlich sehr gerne schaue. Ich finde es immer wieder schön, zu sehen, was die anderen so für Bücher kaufen, was so in ihren Interessen liegen. Und es hat mich irgendwie auch nie gestört. Und ich weiß gar nicht, warum ich dann immer dieses Gefühl hatte, wenn ich Neuzugänge gedreht habe. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt dazu entschieden, ebenfalls wieder meine Neuzugänge zu zeigen, in der Hoffnung, dass daraus noch ein besonderer Austausch über die Bücher entsteht und dass man vielleicht das ein oder andere Buch zusammenlesen kann, wenn daraus Interesse besteht. Oder ihr mir einfach sagen könnt, welches Buch ich denn jetzt zeitnah lesen sollte, weil das Buch so gut war. Oder ihr ganz anderer Meinung seid und ihr vielleicht gerne meine Meinung dazu hören wollen würdet, indem ich es jetzt einfach zeitnah lese. Und das ist jetzt gerade meine Motivation, Neuzugänge euch zu zeigen und so ein bisschen auch meine Gedanken zu sagen, warum ich mir dieses Buch zugelegt habe, beziehungsweise vielleicht auch, woran mein Interesse an diesem Buch bestand. Ja, und ich hoffe sehr, dass ihr ebenfalls Freude an diesem Videoformat haben werdet und die Neuzugänge ebenfalls sehr gerne schaut, so wie ich sie bei anderen auch sehr gerne schaue. Und ich habe euch jetzt mal einen Stapel zurechtgelegt, den ich mir in letzter Zeit zugelegt habe. Ich denke aber, dass ich mir in naher Zukunft so aufbauen werde, dass ich es sehr ähnlich wie mit meinen 5 gelesenen Büchern machen werde, dass ich euch dann ebenfalls immer die letzten 5 gelesenen, nicht 5 gelesen, sondern 5 Neuzugänge zeigen werde, dass wir da so ein bisschen einheitlich sind. Aber zu Beginn zeige ich euch jetzt erstmal einen größeren Stapel, einfach weil da Reihenvervollständigungen dabei sind und dann immer etwas mehr Bücher zustande gekommen sind und wir hätten damit sofort die 5 Neuzugänge zu und deswegen habe ich einfach noch ein paar mehr herausgesucht. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, sonst wird dieses Video einfach zu lang. Ich hatte ja in meinem letzten Video schon gesagt, also in meinem letzten 5 gelesenen Bücher, dass ich im Oktober nochmal an der Ostsee war und mir so ein bisschen den Wind um die Nase pfeifen lassen habe und ich habe da eine wunderbare Buchhandlung entdeckt mit dem Namen Prosa, in dem ich war und in der ich sehr, sehr begeistert war und ich natürlich nicht ohne Bücher herausgehen kann. Und in dieser Buchhandlung habe ich mir 2 Bücher mitgenommen. In dem Video habe ich gesagt, dass ich mir dieses Buch mitgenommen habe, aber in Wirklichkeit waren es 2 Bücher. Und zwar war das einmal Ich bin Özlem von Dilek Güngör. Ich hoffe, man spricht sie immer noch so aus. Ich weiß es immer noch nicht. Und dieses Buch ist aus dem Verbrecherverlag. Dieses Buch habe ich bereits gelesen, wie man jetzt annehmen kann. Und meine Meinung dazu habe ich auch in dem letzten Video von den 5 gelesenen Büchern euch mitgeteilt. Wenn euch meine Meinung zu diesem Buch interessiert, schaut gerne mal vorbei. Was ich so wunderbar fand, war, dass ich zum ersten Mal in dieser Prosa
Buchhandlung war. Wahrscheinlich auch das letzte Mal. Vielleicht komme ich auch irgendwann nochmal nach Lübeck. Aber es war mein erster Besuch in dieser Buchhandlung. Und demzufolge habe ich auch, beziehungsweise ist mir dieses Buch hier ja, in die Augen gefallen. Und es war auch mein erstes Buch aus dem Verbrecherverlag. Ich mochte diese Kombination sehr, sehr gerne. Und beim Schnitt dieses Videos habe ich festgestellt, dass es ja aber auch das erste Mal ein Buch ist von der Autorin, das ich gelesen habe. Also viele erste Male mit diesem Buch und dieser Buchhandlung, die ich da erlebt habe. Mein zweites Buch, was ich da mitgenommen habe in der wunderbaren Buchhandlung Prosa, war Himmel, der nirgendwo endet von Marlene Haushofer aus dem Ullstein Verlag. Dieses Buch hat mich sofort angesprochen, einfach weil hinten drauf steht, dass es autobiografisch ist und ja, die Kindheit von einem Mädchen, von der kleinen Meta, ja, beschreibt und halt autobiografische Züge hat. Ich weiß, dass es zu diesem Buch noch weitere Bände gibt, die vermutlich von ihrem Erwachsenen und ihrem Jugendleben ebenfalls berichtet und ebenfalls autobiografisch sind und alle sehr ähnlich gehalten sind wie dieses hier. Und mehr weiß ich tatsächlich nicht, weil es so ein totaler Spontankauf war. Und es klang definitiv sehr, sehr vielversprechend. Ich kann euch nochmal vorlesen, was hier hinten drauf steht. Eine Autobiografie meiner Kindheit. Einfühlsam und sehr genau beobachtet beschreibt Marlene Haushofer die Welt aus der Sicht der kleinen Meta, die in einem Forsthaus aufwächst. Mit allen Sinnen nimmt diese ihre idyllische Umgebung in sich auf und versucht, Ordnung in das Durcheinander der Eindrücke und Ereignisse zu bringen. Ich fand das klang wirklich spannend und genau nach einem Buch, was ja, mich interessiert und was mich begeistern könnte. Und deswegen habe ich dieses Buch noch zu Ich bin Özlem mitgenommen und bin schon sehr interessiert an diesem Buch. Aber das ist man ja tatsächlich immer, wenn man neue Bücher kauft. Das nächste Buch, was ich als Neuzugang vermerkt habe, ist ein Buch, was ich freundlicherweise vom Verlag unverhofft zugeschickt bekommen habe. Und das Witzige daran ist, ich hatte von dem Verlag vorneweg angefragt, ob sie mir das Buch Jahresringe zur Verfügung stellen könnten. Dazu habe ich ja eine Buchbesprechung hochgeladen und schaut sie euch da gerne mal an, wenn euch das Buch Jahresringe interessiert. Und dieses Buch habe ich vorneweg in dem Büchermagazin Mokka entdeckt und habe es diesbezüglich beim Verlag nachgefragt, ob sie mir es zur Verfügung stellen könnten. Und jetzt war es so, dass ich dieses Buch bereits unverhofft erhalten habe, aber ich danach in der neuesten Ausgabe des Mokka Büchermagazins ebenfalls das Buch entdeckt habe. Und ich fand das so ein witziger Zufall, weil beim Buch Jahresringe war es genau andersrum. Da habe ich es erst in dem Büchermagazin Mokka entdeckt und danach das Buch erhalten und jetzt war es genau andersrum. Ich finde, manchmal spielt das Leben doch die witzigsten Zufälle und ich fand das so, ja, der Moment war einfach goldig, dass ich das entdeckt habe im Mokka Magazin und ja, es hat mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und um welches Buch spreche ich eigentlich? Und zwar über Bergsalz von Karin Kalisa aus dem Trömer-Knauer Verlag. In diesem Buch geht es soweit, ja, ich weiß, um drei Freundinnen, die sich in den Alpen befinden und das, wo ein halbleerer Kübel Alpensalz ihnen zeigt, dem Leben Würze zu geben. Also ich nehme an, dass es hier um drei Frauen geht, um eine Freundschaft und dass ja, diese Freundschaft tatsächlich vielleicht auch auf die Probe gestellt werden muss. Ich weiß es gar nicht so genau und bin schon sehr gespannt auf dieses Buch, weil ich mir vorstellen kann, dass es ein Buch ist, was mich total begeistern kann. Ich bin schon sehr gespannt auf das Buch und hoffe, dass es ja, mich ebenfalls überzeugen konnte wie Jahresringe. Ich bin einer Eingebung an den Tag gefolgt und hatte tatsächlich wahnsinnig Glück. Ich habe schon vor einiger Zeit den ersten Band der Kreis der Dämmerung-Reihe gelesen von Ralph Isso. Und dieser Band hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Es ist zwar schon eine Weile her, dass ich ihn gelesen habe und so recht kann ich mich auch nicht mehr am Inhalt erinnern, aber ich hatte sehr, sehr viel Freude beim Lesen. Und ich hatte dann aber festgestellt bei der Recherche, dass
genau diese Auflage der Reihe so nicht mehr gedruckt wird. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil diese Aufmachung mir wirklich gut gefällt und die andere, die man so leicht bekommt, überhaupt nicht mehr zusagt, beziehungsweise ich die Gestaltung wirklich, naja, mir sagt sie einfach nicht zu, sagen wir es so. Und ich bin nun schon sehr, sehr lange hinterher, mir den dritten und vierten Band dieser Reihe ja, zu besorgen, in genau der Ausgabe, in der ich Band 1 und 2 schon habe. Und entweder musste ich zu viel Geld hinblättern oder sie gab es einfach nicht. Und wie gesagt, ich bin ja einer Eingebung an dem Tag gefolgt und hatte wirklich wahnsinnig Glück, dass sie bei einem Gebrauchtbuch-Shop oder Plattform endlich beide gemeinsam zur Verfügung standen. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als zuzuschlagen. Und ich habe dann endlich Band 3 und 4 der Reihe Der Kreis der Dämmerung von Ralph Isoe bekommen, genau in der Ausgabe, in der ich Band 1 und 2 ebenfalls schon habe. Wir haben hier Band 3, und zwar Der weiße Wanderer, und hier Band 4, Der unsichtbare Freund. Und beide Bücher sind ebenfalls im CBJ, also im CB Jugend Fantasy Verlag erschienen, was mich sehr, sehr freut, dass ich sie dies endlich in dieser Ausgabe gefunden habe. Wenn ich hoffentlich bald dazu komme, diese Reihe weiterzulesen, muss ich tatsächlich auch nochmal Band 1 lesen, weil in Band 1 ist so wahnsinnig viel passiert, dass ich, glaube ich, nochmal Band 1 lesen muss, um da nochmal den Anschluss zu finden zu Band 2, und muss dann tatsächlich auch sehr, sehr zeitnah dann weiterlesen. Aber was ich so schön finde, ist, dass die Reihen hier fortlaufende, ja, kleine Illustrationen haben und tatsächlich ein Bild ergeben. Und deswegen war es mir auch noch zusätzlich sehr, sehr wichtig, dass ich diese, ja, Ausgaben in dieser Variante bekomme. Die vierte, der vierte Band ist zwar hier mit starken Lesenrillen übersehen, aber darüber kann ich jetzt hinwegsehen, da ich jetzt diese Ausgaben endlich gefunden habe. Habe ich auch nochmal eine Reihe fortgeführt, einfach weil mir die Bände 3, 4 und 5 einfach gefehlt haben und ich jetzt mittlerweile Band 1 und 2, den ich hier hatte, gelesen habe. Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich nicht mehr so schnell die nachfolgenden Bände kaufen möchte, aber hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht, weil mir die Reihe sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar rede ich von der Kate Burkholder Reihe von Linda Castiello aus dem Fischer-Taschenbuch-Verlag. Und mir gefällt diese Reihe tatsächlich sehr, sehr gut. Mir gefällt die Krimi-Reihe. Ich mag die Ermittlerin, die Polizeichefin und dieses kleinen Dorfes oder das kleine Städtchen Pennsylvania, glaube ich, war es. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber jedenfalls gefällt mir die Reihe sehr, sehr gut und deswegen, bisher gefällt sie mir sehr, sehr gut. Und aus diesem Grund habe ich mir jetzt Band 3, 4 und 5 zugelegt. Und zwar ist es einmal Wenn die Nacht verstummt von Linda Castiello aus dem Fischer Taschenbuch Verlag, dann Die tödliche Wut und Teuflisches Spiel. Und ich finde, also diese Bücher habe ich ebenfalls gebraucht gekauft, weil mittlerweile hat die Reihe 12 Bände und wenn man sie alle sich neu kaufen wollte, kann man sich ausrechnen, welchen Wert man sich tatsächlich dann ins Bücherregal stellt. Deswegen habe ich hier auf Gebrauchtbücher zurückgegriffen und ich bin tatsächlich sehr froh, weil sie in einem makellosen Zustand sind. Ja, sie sind stellenweise schon ein bisschen vergilbt, aber das passiert nun mal mit Büchern, aber so an sich sind sie tatsächlich in einem sehr, sehr guten Zustand. Und außer was mich natürlich stört, ist dieses wunderbare, den wunderbaren Sticker hier, aber den werde ich mir noch irgendwie abmachen und dann sieht dieses Buch noch besser aus. Genau, ich bin schon sehr gespannt auf diese Fortsetzung der Reihe und ich denke, dass ich Band 3 der Reihe dann tatsächlich auch bald lesen werde, weil, wie gesagt, ich mag die Reihe sehr gerne und möchte gerne wissen, wie es mit Kate Burkholder weitergeht. Das letzte Buch, was ich mir zugelegt habe, beziehungsweise in diesem Fall ist es so, dass ich den Verlag gefragt habe, ob sie mir dieses Buch zur Verfügung stellen möchten und sie haben es freundlicherweise getan und mir zugeschickt. Dafür möchte ich mich nochmal ganz recht herzlich bedanken, weil mich dieses Buch tatsächlich sehr, sehr interessiert. Ich mag
den Manese Verlag sehr gerne, weil ich finde die Aufmachung von diesen Büchern unheimlich gut gelungen, obwohl die Größe des Buches immer dafür sorgt, dass ich etwas länger für diese Bücher brauche. Aber ich, nichtsdestotrotz mag ich es, wie die Bücher aufgemacht sind. Und in dem Fall spreche ich hier von Die Geschichte einer afrikanischen Farm von Olivier Schreiner aus dem Manese Verlag. Dieses Buch handelt um eine Frau, die in Südafrika eine Farm erwerben oder übernehmen möchte. Und wir befinden uns dabei im Jahre 1883. Soweit ich gelesen habe, handelt es sich hierbei um einen Klassiker, der, ja, wie gesagt, im afrikanischen Raum spielt. Und was mich dabei so interessiert, ist einfach, wie diese Frau beschrieben wird, was diese Frau ausmacht und was uns dieses afrikanische, beziehungsweise mir dieses afrikanische Setting so zu bieten hat und ob das mein Fall ist und ich ja die Klassiker im afrikanischen Raum noch für mich entdecken kann, beziehungsweise ob ich generell Romane in dem afrikanischen Raum für mich sich eignen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diesen Klassiker, der in Afrika spielt. Jetzt habe ich sehr oft Afrika gesagt, aber ich bin schon sehr gespannt und ich denke, dass ich auch das Buch als nächstes nach meiner aktuellen Lektüre lesen werde. Ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie ich euch dieses Buch präsentieren möchte, wenn ich es dann gelesen habe, beziehungsweise meine Meinung präsentieren möchte, ob ich mich mal an einem Lesevlog versuche und euch quasi so immer in Etappen euch mein Lesefortschritt zeigen möchte und einen Lesevlog drehen möchte, oder ob ich es in altbekannter Form in einer Buchbesprechung meine Meinung mit euch teilen möchte. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich tendiere tatsächlich aktuell mehr zu dem Lesevlog, einfach weil ich es auch noch nie probiert habe und ich sehr gespannt bin, ob mir ob mir das liegt als Lesevlog, beziehungsweise ob ich daran meine Freude habe. Mal sehen. Ich bin schon sehr gespannt, aber ihr könnt mir gerne unter dem Video hier sagen, was ihr präferieren würdet, ob ihr mal einen Leservlog von mir sehen möchtet oder ob ihr meine ganz normale Buchbesprechung zu diesem Buch sehen möchtet. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Ja, dann würde es mich zum Abschluss natürlich wie immer noch interessieren, ob ihr eins der Bücher kennt und ob ihr es schon gelesen habt und wie eure Meinung dazu ist und ob ihr mir eins dieser Bücher empfehlen könnt. Und ja, vielleicht ist ja auch eins bei euch jetzt ja vor kurzem auch erst neu eingezogen und wir haben quasi dasselbe Buch auf dem Sub. Das würde mich natürlich sehr, sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag und habt wunderbare Lesestunden und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!